Alles gut. Erste Verpflegungsstelle bei Kilometer 2 schon. Es gibt Pappbecher, Plastikbecher mit. Keine Ahnung. Und Wurst. Ich glaube, ich nehme noch eine Wurst. Joachim will weiterlaufen. Ich weiß auch nicht, was er will. Mal gucken. Zweite VP. Keine Brauerei, aber Peter hat vorgesorgt. Ein Schlückchen rein. Hier dein Flachmann. Jo, danke. Bitteschön. Prost. Schau jetzt zulässig sein. Alter, Schnaps geht gar nicht. Obwohl, ja doch. Ja, geht. Ganz gut. Wodka geht immer gut. Kilometer 7,5. Geht eigentlich noch. Das ist ein ganz komischer Lauf hier. Das ist schon der zweite VP, wo es kein Bier gibt. Gibt schon wieder nichts. Aber es gibt Cola. Kann man auch mit Wodka trinken. Ja, geht. Ja, gut, danke. Ein VP müssen wir noch machen, wo ja, es kein auch, Bier gibt. Dann ist auch alle. Und dann haben wir so, dann ist alle. Für einen VP reicht's noch. Prost. So, VP 4. 4? Weiß ich gar nicht. Prost. Endlich mal richtige Portionen hier. Prost. Ja. Jetzt sind wir auch schon unterwegs. Und das ist vor allen Dingen auch das leckere Bier von gestern Abend. Also das leckere, nicht das aus der Kneipe. So, Station Nummer. Keine Ahnung, Entschuldigung, welche Station das ist. Welchen VP haben wir? Ich habe mich schon verzählt. Ich glaube, wir haben zu viel gesoffen unterwegs. Prost. Kilometer jetzt, es geht nach Bierstation, nicht nach Kilometer. Also 3 Liter, ne? Oder was haben wir? Bis jetzt haben wir 3 Liter drin, das geht noch. Jetzt noch ein bisschen was zu essen, das wäre auch nicht schlecht. Und die Musik ist auch wie immer aus, wenn wir kommen. Ich habe auf Pause gedrückt. Was auf Pause? Kilometer 19, VP, weiß ich nicht. Schmalzbrote? VP 6, Kilometer 18. Ne, das kann nicht sein. 19,6 habe ich auf der Uhr. Offiziell sind wir Kilometer 18. Aber Scheiße, das wird ein Ultra. Gibt es noch Kilometerschilder unterwegs? Nö. Wofür? Doch, gab's. Ja. Gab's? Schön aus Holz? 5 und 10 und sowas, ich ja? Ich kann nichts sehen, ja. Aber ich bin mit dem Rad abgefahren heute früh. Mhm. Ja. Geht nicht so um das Schmalzbrote. Das ist richtig. Und die scheinen zwischendurch abhanden gekommen zu sein. Die müssen wir wieder teilweise. Ist das aufgefallen? Oh, die Einschläge kommen immer näher. Irgendwie war, wir haben vor einem halben Kilometer erst ein Bier gehabt, jetzt kriegen wir schon wieder ein Bier. Oh, wird gut. Oh, nee, Rauchbier ist auch nicht meins. So, sauber. Wasser ISO hier. Prost. Eine sehr kleine Portion jetzt, aber es gibt noch Wurst. Die ist jetzt versteckt. Wurst geht immer. Die Wurst geht immer. Hauptsache, lässt man noch eine Wurst über. Ja, komm, eine ist noch da. Ja, tut mir leid, ich muss ausmachen, weil. VP, keine Ahnung. Heute mal mit Apfelkorn. Nee, Apfelwodka. Gib kein Bier. Wir müssen den Wodka austrinken. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Wodka mehr, ne? Nee. Ah, da kommen die Wespen her. Wir haben keinen Wodka mehr, das heißt, es muss jetzt an jedem VP Bier geben. Souvenir? Eigentlich kommen wir leer. Dann weg. So, wir gucken mal, wie wir weiterkommen. Besoffen sind werde ich irgendwie gar nicht. Komisch. Also die Musik wird nicht besser unterwegs. Aber Bier ist immer noch da. Bier ist immer noch da. Ja, super. Das Problem ist, wir kriegen nichts zu essen unterwegs. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, man kriegt hier was vom Metzger, vom Bäcker und vom Brauer. Ich habe vom Metzger noch nichts gehabt. Wir brauchen Fleisch. Wir brauchen viel mehr Fleisch. So langsam wird es sportlich. Prost. Ja, Wahnsinn. Kurthose aus der Welt, Raumfahrt. Endlich! Ist das geil? Ja. Schäuferle. Fleisch und Kraut. Mal gucken. Ohne Brot. Puppendorfer Bier. Witzig aus.
Nur noch 15. 3 Stunden 55 und noch 15. Warum Cut-off schaffen wir auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wir sind nicht letzter. Einer kommt noch und dann kommt der Besenwagen. Die Tiger habe ich noch nie gehört. Alles gut. Wollt ihr einen Kuch, alibimäßig? Ja, wir hatten schon ein paar Krüge, alles gut. VP8, glaube ich. Keine Ahnung. Geht sogar noch einen Berg hoch. Prost. 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 Top 8 passt doch. Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte, passt. Wir gucken mal, wie wir weiterkommen. Brauerei Brandholz, glaube ich, stand da irgendwo drauf. Brauerei Brandholz. Peter ist ein bisschen indisponiert im Moment. Joachim fängt schon an, Cola zu trinken. Ich glaube, wir zerfallen gerade. Das größte Problem ist, dass wir die ganze Zeit hinter dem Besenfahrrad sind. Nein, das Besenauto fährt die ganze Zeit schon hinter uns her. Wir haben sehr viel Druck dann unterwegs. Und außerdem bauen die ganzen VP schon nach uns ab. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Das Schlimmste ist, es gibt viel zu wenig zu essen auf der Strecke. Ja, die haben gesagt, es gibt Bier, es gibt was vom Metzger und es gibt Wurst und Brötchen und sowas. Und wir hatten jetzt ein bisschen Nürnberger Rostbratwurst und das war's. Und ein bisschen Zollvolle gerade. Aber Bier. Ich kann kein Bier mehr sehen. Silbers. Ja, sag ich doch. Ganz kurz dokumentieren, danke. VP. Skoll. Grüßchen. Die same procedure, das ist das VP. Das kann ich mit ab, die Schuhe an. Mit Lamm. Lampe, Lamm. Ja, Lamm. Ja. Hier, schau, da drauf. Ja, da unten. Rehbier. Da können wir es machen, da können wir es noch besser finden. Klar. Ich wollte eigentlich heute Morgen nur Brötchen holen. Wunderbar. Ah, ich komme kaum hoch. Ah, schrecklich, schrecklich. Aber das wird zumindest mein langsamster Marathon. Apropos Kassel, nie mehr. Letzte VP, keine Ahnung. Irgendwo kommt er, da kommt er. Da ist der Letzte. Wo ist der Letzte? Da ist der Letzte. Ja, es gibt keine Wurst. Aber Bier. Warte. Gute Fahrt. Okay. Geh mal her, ich mach mal. Ja, warte. Läuft. Okay. Handy, alles am Wackeln hier. Extrem-Marathon-Rutsching. Nein, wir sind nicht betrunken. Um Gottes Willen. Wir sind. Was für eine Höllenrutsche hier. Gefährlich. Das weiß ich nicht. Letzte VP schon, wie schade. Er ist 6 Stunden unterwegs. Ausbaufähig. Oh, das ist aber lecker. Schmeckt gar nicht alles gleich, komisch. Im Ziel gibt es ja auch noch was. Machen wir schon. So, da bin ich mal gespannt, wie so ein Zieleinlauf als letzter ist. Also als 1, 2, 3. Ja, wir sind die Letzten, die ankommen. Ja. Weil welche rausgenommen wurden. Guck mal, das ist das Empfangskomitee. Das war ein Empfang. So, und helft Rest dabei. Vielen, vielen Dank. Wir haben sie alle drin. Ich habe gerade noch mehr. Ich habe auch alle drin.